Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. In der letzten Folge ist ein bisschen was Merkwürdiges passiert. Einmal mit dem Hasen und dann hier mit dem Wächter. Ihr werdet euch erinnern. Und ja, das Ganze, ich habe jetzt ziemlich lange gebraucht, um Haus zu bekommen, weil das hatte noch gravierende Konsequenzen. Ich konnte wirklich jetzt mit keinem mehr sprechen. Es war so, als ob mein Ruf plötzlich überall auf Null war, obwohl er das nicht ist. Also kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil das jetzt hier schon wieder ein neuer Spielstand ist. Ich hatte ganz normalen Ruf hier, keine Ahnung, in Rattay auf 90 bei den Bürgern und alle wollten sie nicht mit mir sprechen. Das war am Ende, ich konnte es jetzt nach mehrmaligen Austesten nachvollziehen, am Ende bei dieser Entscheidung, bei dieser Konfrontation mit den Wilderen und den Leuten aus Thalenberg, da musste man sich ja entscheiden. Und an dieser Stelle wurde rechts oben so ein Fenster eingeblendet, dass man irgendwie schlechten Ruf hat und die Leute einen irgendwie nicht leiden können. Und da muss irgendwas schiefgegangen sein. Das war extrem buggy und ich bin mir sicher, dass das buggy ist, dass das nicht so gewollt ist, weil ich habe dann nochmal testweise einfach die andere Entscheidung genommen, mich auf die Seite der Wildere geschlagen mit demselben Ergebnis. Und das war auch der Grund, warum uns dann unten der Hase, obwohl wir mit ihm gesprochen haben, angegriffen hat. Und das ist auch der Grund, warum uns hier der Wächter angegriffen hat, obwohl wir... Hey du, was wird das hier? Genau. Verpiss dich, bevor ich richtig sauer werde. Obwohl wir eigentlich nur mal kurz reingegangen sind. Normalerweise ist das Verhalten, dass sie sagen, man soll sich verpissen, aber sie greifen einen nicht sofort an. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte das nur heilen, indem ich einen anderen Queststrang gewählt habe. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich will jetzt unbedingt einfach keinen Bruch in der Geschichte haben. Was habe ich getan, um das zu heilen? Ich will euch kurz erzählen. Ich bin hier zur Burg gegangen, da drüben, habe mit Hauptmann Robert gesprochen, dass dort die Wilderer sind, wo ich vermute. Dann kam es zu derselben Konfrontation, wie wir eben gesehen haben, zwischen den Thalenbergern und den Wilderern. Bloß, dass ich automatisch auf Seiten der Thalenberger war. Und dann konnte ich den Hasen ebenso verfolgen und unten bei der Höhle gewissermaßen finden. Und dann gab es das gleiche Gespräch, das ihr beim letzten Mal gesehen habt, die gleiche Quest mit der Entführung und aber nicht diese merkwürdige Verquickung und er hat mich dann auch nicht angegriffen und der Wächter greift mich hier auch nicht an und so weiter. Also wir sind jetzt im Prinzip beim gleichen Queststand, bloß ohne diesen Bug. Und glaubt mir wirklich, ich habe jetzt echt anderthalb Stunden damit verbracht, das rauszubekommen. Es ging nicht anders und es war auf jeden Fall buggy, das Ganze. Gut, liebe Leute, ich werde mal hier abkürzen, weil der Plan ist, ich will als nächstes jetzt, wie spät haben wir es eigentlich? Wir haben es um 11. Ich frage mich, lohnt es sich nochmal nach Rattay zu reiten? Wir müssen ja jetzt am Morgengrauen hier sein. Ich denke, ja, es lohnt sich. Wir werden dann vielleicht ganz früh in der Nacht hier zurückreiten. Warum will ich nach Rattay? Weil ich einmal möchte mit Hanusch sprechen wegen dem Vikar, wegen dem Monsignore, ob er da zufrieden gewesen ist mit uns und so weiter und so fort. Und zum Zweiten möchte ich meine Kleidung mal endlich ausbessern. Aber wir werden auf dem Weg nach Rattay werden wir noch einen Ledetschko halt machen. Und dann mal horchen, ob das mit der Kräuterfrau, mit der Fleischerin und diesem Ritual, das wir da so unternommen hatten, ob das irgendwie funktioniert hat. Und wir schauen mal nach unseren Freunden, wie es denen jetzt ergangen ist, nach diesen ganzen Konflikten dort. So. Mal hier runter. Ich meine mich noch an den Weg nach Ledetschko zu erinnern. Bin mir aber nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Irgendwie da runter. Ja, genau. Dann nochmal hier hoch, glaube ich. Und da vorne ging es dann irgendwie rechts weg. Jawohl, hier. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Genau. Ja, okay, also das war wirklich die erste große, dicke Questbug. Der erste große, dicke Questbug, den ich erlebt habe. Den man Gott sei Dank noch heilen konnte mit einem bisschen Mühe. Ich hätte natürlich die Quest auch einfach scheitern lassen können, aber das wollte ich dann auch nicht. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen diesen zweiten Weg gewählt, um mit dem Hase ins Gespräch zu kommen. Übrigens, auch das war verbuggt.
im ersten Versuch bei dieser Konfrontation war der Hase gar nicht dabei. Komischerweise. Ich wusste aber zufällig ja nun, wo die Höhle ist, sodass ich selber dorthin gelaufen bin und da stand er dann. Also das war auch ein bisschen buggy alles. Wie auch immer, ich glaube, das ist jetzt geheilt und ich bin jetzt gespannt, ob sie jetzt hier keine Albträume mehr hat. Also, Drahomira, wie geht's dir? Nun, hat es geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Dein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer. Und ich habe kein Auge zugetan. Heißt das, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konjasch in Ratai. Er kennt sich mit Magie aus. Hast du es mit Mohnsud versucht? Ich kann dir welchen brauen. Glaubst du wirklich, das habe ich nicht ausprobiert? Es hat nichts gebracht. Okay. Also gut, ich gehe zum Apotheker. Hoffentlich weiß er etwas, das gelingt. Na gut, okay. Das liegt auf dem Weg, deswegen ist das keine große Mühe für uns. So, aber ich sehe gerade... Oh, warte mal. Ich glaube, in Ledetschko gibt es ja auch einen Schneider. Da können wir schon mal... Oh ja, sehr schön. Da können wir hier schon mal unsere Sachen in Ordnung bringen. Das gefällt mir. Nee, das ist die Kneipe, nicht der Schneider. Hier müssen wir hin. Aber es scheint zu... Nee, es ist auf. Sehr gut. So. Was ich vorher mal machen will, ich will mal gucken, was ich selber hier noch reparieren kann mit meinem Zeug. Schmiedeset. Ja gut, das ist alles soweit in Ordnung. Da brauche ja, und das können wir halt nicht mehr selbst machen. Okay. Was wir unbedingt brauchen, ist auch ein Rüstungsset, aber das kann er, glaube ich, uns nicht verkaufen. Beste Grüße. Beste Grüße. So, Reparatur, genau. Die beiden. Die und die kostet 136. Ist in Ordnung. Oh, endlich. Endlich wieder alles gut. Ich will nochmal mit dir handeln. Und ein großes Schneiderset noch mitnehmen. Das passt mir auch ganz gut. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal erledigt und jetzt gucken wir mal, was beim Wirt hier noch Neues zu erfahren ist. Ein Humpen Bier für mich. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Die zwei Schelme Matthäus und Fritz sind endlich fort. Kein Verlust, sag ich dir. Drücken sich immer vor der Arbeit, aber wenn sie eine Chance auf Unfug wittern, ergreifen sie sie sofort. Ich hörte, sie weilen jetzt in der Schenke zur Waldwiese. Na, auf die kann ich verzichten. Soll sich Andreas mit ihnen herumplagen? Okay, da scheint das nicht gut ausgegangen zu sein mit unseren Freunden. Da sollten wir mal offenbar zur Waldwiese gehen demnächst mal. Warum habe ich eigentlich immer die dunkle Google an? Warum habe ich überhaupt eine Google an? Was ist mit unserer... Warte mal. Eigentlich brauchen wir noch eine edle Google. Die hatten wir verkauft, weil aus irgendwelchen Gründen... Ich weiß gar nicht, warum haben wir die verkauft? Der Chaperon ist doch was anderes. Also das geht so nicht. In Ratai kaufen wir noch eine bessere Google. Die hatten wir doch nur für ja, spezielle Momente gekauft. Über die Rüstung kann man auf jeden Fall noch ein Google tragen. Das sollte sein. Ich will hier nochmal vorbeigucken, ob die vielleicht mehr wissen, hier wegen Matthias und Fritz. Stehlen, stehlen. Wir können nicht mit ihm sprechen. Und auch mit der Müllers Tochter nicht. Nee, die schweigen über das Vorgefallene. Na gut, dann ist es, wie es ist. Gut, Leute, dann lasst uns jetzt nach Ratai reiten. Dort noch ein bisschen die Ausrüstung aufbessern. Ich brauche noch Rüstungsset und so ein Kram. Wir müssen mal unser Schwert schleifen und solche Dinge. Und dann auf jeden Fall mit Herrn Hanus sprechen, ob er zufrieden ist mit der Lösung, die wir dort gefunden haben. Also, auf geht's, Jenda. Ich bin nicht ganz auf Kurs, ne? Warte mal.
Nee, ich bin überhaupt nicht auf Kurs. Ich hab den falschen Abzweig genommen. Was ist eigentlich das da für ein Grabhügel? Das wollte ich mir schon immer mal angucken. Das ist irgendwie komisch. Sieht irgendwie aus wie so ein bronzezeitlicher Grabhügel, aber hier ist irgendwie nichts zu erkennen. So, da drüben haben wir Ratai. Ich weiß nicht, lohnt es sich überhaupt nochmal wieder bei unserer Theresa vorbeizuschauen? Die zieht einen immer so runter, habe ich das Gefühl. Und zu verkaufen haben wir im Moment, glaube ich, auch nichts Besonderes. Ich glaube, wir lassen das mal. Wir haben auch viel zu erledigen und wir müssen ja bei Tagesanbruch des nächsten Tages auch wieder zurück sein. Deswegen halte ich da jetzt mal nicht an. Wir haben, glaube ich, auch kein Diebesgut mehr groß. Ich glaube, einmal noch edle Pantoffel, die wir verkaufen können. Naja, mal gucken. Also, erstmal hier auf nach Ratai. Boah, das ist immer ein bisschen riskant da, mit voller Pulle durchzureiten. So, hier haben die doch auch... Obwohl, das können wir auch nachher oben machen. Kommt und schlagt zu! Mit Brot allein kann man nicht leben, aber ohne auch nicht. Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln. Was wir dringend brauchen, sind Rüstungssets zum Reparieren. Heinrich! Das ist super wichtig. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Hm, das könnt ihr. Was kannst du eigentlich für eine Übung anbieten, sag mal? Reparieren-Übung? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Ja, das ist auch gut. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, ist doch klar. 540, da falsch. Ist das nicht etwas viel? Da versuchen wir mal ein bisschen zu falschen. Sind wir uns einig? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Okay, ein bisschen. Ja. Gut. Okay, neue Stufe erreicht. Sehr schön. So, jetzt will ich aber was anderes. Ich will handeln mit dir. Und zwar große Rüstungssets. Da brauchen wir nämlich einige. Ich nehme gleich mal drei mit. Dann haben wir da erstmal Ruhe. Schneidersets haben wir. Schustersets brauchen wir noch. Halt, nee, Quatsch. Ich will den Laden nicht verlassen. Ich will erstmal kaufen. 140, das bezahlen wir so. Kein Ding. Bezahlen wir aus der Portokasse. Und jetzt werden wir das gleich mal anwenden. Beziehungsweise... Na, wir wenden es erstmal an. Mal gucken. Ja, schaut mal, wir können nämlich einiges hier noch reparieren. Sehr schön. Und die anderen beiden hauen wir in die Satteltasche. Ebenso wie das andere große Schneiderset. Ja. Gut. Schmiedesets haben wir genug. Ja, was ich noch wollte, ich wollte noch beim Schneider eine schicke Gugel kaufen. Und dafür können wir noch was verkaufen. Wenn ich recht das Erinnerung habe, ist hier noch was. Genau, die modischen Schlappen. Die können noch mal ins Inventar, die können wir noch verkaufen. Der Rest ist, glaube ich, alles richtig. Na, ist er da? Ja, sehr gut. Dann spreche ich hier mal mit ihr. Beim Falschen bei Frauen ja noch Vorteile. So. Jetzt lasst mal gucken. Mal nach Preis sortiert. Edle schwarz-gelbe Gugel. Ich denke, ja, die werden wir uns leisten. Verkaufen tun wir. Was? Einmal modische Schlappen. Genau. Und alles andere ist, glaube ich, verkauft. So, 139 werden wir direkt abschließen. Ohne Falschen. Alles klar soweit. Dann haben wir die Dinge erstmal erledigt. Dann jetzt auf zu...
Ich guck mal noch auf die Karte, ob hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe vielleicht. Nee. Dann würde ich sagen, jetzt auf zu Herrn Hanusch. So, Jendler kommt. Jetzt bin ich echt gespannt, ob er zufrieden ist damit, wie wir das mit dem Vikar gelöst haben. Wo ist er? Warte mal, ist er hier irgendwo? Ja, der muss da vorne sein. Aber vorher machen wir noch was anderes. Wir werden noch mal... Wie sieht eigentlich unser Schwert aus? Ist es jetzt blutig, obwohl wir... Ja, es ist blutig. Da werden wir noch mal das Blut abschleifen, damit es mal wieder vernünftig aussieht. Oh, das sieht ja im Moment irgendwie extrem pixelig aus. Keine Ahnung, was... Oh Gott. So, gut, das reicht schon. Blut weg. Ja, ich hatte da was mal bei den Einstellungen runtereskaliert. Gut möglich, dass das sich jetzt so radikal auf diese Ansicht des Schwertes auswirkt. So, wo ist er denn jetzt? Ist er da schon wieder an uns vorbeigelaufen? Ne, er ist da oben, glaube ich, irgendwo. Wartet mal. Er ist hier oben drinnen. Kommen wir da an ihn ran? Dürfen wir da rein? Du bewachst das hier, ne? Sehr schwer. Hm. Oder wir kamen doch dort weiter. Vielleicht erreichen wir ihn auf diese Art und Weise. Genau. Ach da, schaut mal, er winkt schon. Hallo, hallo Herr Hanusch. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Es ist alles geklärt, Herr. Der Vikar wird dir keine Sorgen mehr bereiten. Ausgezeichnet. Endlich gute Nachrichten. Mir kamen haarsträubende Gerüchte aus Uschitze zu Ohren. Also was geht dort vor? Es mag dich überraschen, Herr, aber es gab tatsächlich Ketzer in Uschitze. Willst du mir damit sagen, der Vikar kam nicht wegen meiner Besitztümer? Das weiß ich nicht. Aber er vermutete Ketzer in der Gegend und wie sich herausstellte, bestätigte sich sein Verdacht. Himmel! Das hätte ich in meinem Leben nicht erwartet. Hast du sie gefasst? Ich glaube, wir sagen ihm jetzt mal nicht die Wahrheit. Alles, was er jetzt eben gesagt hatte, das klang so, als würde er es wollen, dass wir sie gefasst hätten. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Nein, sie sind geflohen. Die Untersuchung des Vikars blieb nicht unbemerkt und sie haben deine Ländereien verlassen, Herr. Immerhin etwas. Und was ist mit dem Vikar? Der ist ihnen vermutlich auf den Fersen. Hoffen wir, dass er nicht zurückkehrt. Wie dem auch sei, danke, dass du dich um den Vikar gekümmert hast. Der war mir wahrlich ein Dorn im Auge. Nimm das zum Dank. Mit Freuden, Herr. Oh. Gut, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall nochmal mit den Waldensern beschäftigen. Denn das waren sie. Es waren gewissermaßen Ketzer, aber aus unserer heutigen Sicht nicht wirklich Ketzer. Die Waldenserbewegung trat erstmals in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts im französischen Lyon in Erscheinung. Ihr Begründer war der wohlhabende Lyoner Händler Peter Waldo. Auch belegt als Petrus Waldes, Pierre Waldes, Waldus, Waldus Vaudet oder Waldesius, der seine weltlichen Besitztümer aufgab, um zu einem besitzlosen apostolischen Leben zurückzukehren, wie er es einst bereits geführt hatte. Zentrale Eigenschaften der Bewegung waren freiwillige Armut, eine strenge Interpretation der Heiligen Schrift und vor allem Kritik am Materialismus der Kirche. Die Waldenser betrachteten Reliquien von Heiligen lediglich als sterbliche Überreste, ungesicherte Herkunft und Statuen sowie Ikonen als Götzenbildnisse. Zudem waren sie der Ansicht, dass Messen in einer Scheune genauso gut abgehalten werden können wie in einer geweihten Kirche. Waldo übersetzte die Heilige Schrift in die arpitanische Sprache, ein französischer Dialekt der Provence, und predigte auf Basis seiner Übersetzung. Schon bald nach ihrer Gründung erfuhr die Bewegung innerhalb der Provence und auch aus der nahen Lombardei großen Zulauf. Die Sekte war auch bekannt als die Armen von Lyon. Natürlich entging das Aufkommen dieser Sekte nicht dem wachsamen Auge des Vatikans. 1179 wurden Peter Waldo und seine Anhänger nach Rom zitiert, um ihre Ansichten und Taten vor dem Heiligen Stuhl zu rechtfertigen und auf theologische Fragen zu antworten.
Der Ausgang dieser Befragung ist nicht überliefert, allerdings wirkte die Bewegung danach weiter und predigte in noch größere Opposition zur römisch-katholischen Kirche, bis im Jahre 1184 schließlich die gesamte Sekte durch das Konzil von Verona exkommuniziert und aus Lyon vertrieben wurde. Nichtsdestotrotz überlebte die Bewegung nicht zuletzt dank ihrer strikten Geheimhaltungspraxis. Die Gemeinschaften blieben mit Hilfe umherreisender Prediger untereinander vernetzt. Die Sektenmitglieder waren verpflichtet, diese Prediger zu beschützen und zu bewirten und ihre sichere Weiterreise zum nächsten Ziel zu gewährleisten. Obwohl die Waldenser sich nicht mehr wie vorher organisieren konnten, blieb die Sekte bis weit nach dem Tode ihres Gründers höchstwahrscheinlich im Territorium des heutigen Deutschlands irgendwann im 13. Jahrhundert bestehen. Nach Böhmen kamen die Waldenser gemeinsam mit deutschen Siedlern und zwar mutmaßlich auf der Flucht vor Verfolgung durch die Kirche. Doch selbst im entfernten Böhmen waren sie nicht sicher und Ende des 15. Jahrhunderts wurde die Bewegung in ganz Europa mit Ausnahme einer kleinen Region in den Alpen zwischen Piemont und der Provence gänzlich unterdrückt. Zum Ende der 1590er Jahre schlossen sich die verbliebenen Waldenser der Reformationsbewegung an und wurden damit Teil der europäischen Protestanten. Ja, und in der Tat, und sie sind auch mit vielen ihrer Ansichten, kann man sie sozusagen als eine Vorform des Protestantismus oder eigentlich eine protestantische Bewegung, aber weit vor der Zeit, wie wir sie kennen, mit der Reformation, aktiv. Und eigentlich ist dem nichts viel hinzuzusetzen. Sie wollten in Armut, also das war so eine Art Gegenbewegung zu der Verweltlichung der kirchlichen Institution, die offensichtlich wurde, die Bischöfe mit ihren Ämtern und Pfründen und so weiter und so fort. Da gab es ja einige. Und was vielleicht hier noch unerwähnt blieb, aber glaube ich interessant ist, die Waldenser, die sich in Böhmen befanden, die waren extrem angetan von den Auffassungen von Jan Hus und sind dann auch massiv dort Anhänger geworden. Ja, okay, Leute, soweit dazu. Halt, jetzt müssen wir uns mal angucken, was haben wir jetzt für ein Schwert bekommen. Inventar, Waffen. Schwert des heiligen Michael. Ein Langschwert. Das Langschwert des heiligen Michael. Schutzpatron der Waffenknechte, Ritter, Wächter und Gesetzeshüter. Diese herausragend geschmiedete Klinge würde selbst den Erzengel mit Stolz erfüllen. Sie wurde aus hochwertigem Stahl gefertigt und ihre reichen Verzierungen machen sie zu einem wahren Kleinod. Okay, von den Werten her natürlich deutlich besser. Bisher haben wir nicht mit Langschwert gekämpft, weil wir immer das Schild nebenbei genutzt haben. Wir können ja mal spaßenshalber versuchen, auf das Langschwert zu wechseln und mal schauen, wie das dann mit dem Schild funktionierte. Weil mit Schild fühlt sich unser Heinrich irgendwie ganz wohl. Wir haben, glaube ich, hier hinten irgendwie auch noch so ein zweites Schwert. Das brauchen wir, glaube ich, dann nicht mehr. Das können wir bei Zeiten dann verkaufen. Gut, Leute, was machen wir jetzt noch? Ich denke, wir werden uns noch mal in Rattay ein bisschen rumtreiben. Zwei Sachen will ich hier noch machen. Als erstes, wir können uns, glaube ich, schon einen besseren Bogen leisten. Wir haben jetzt in der Stadt Stärke 13 und Agilität 13, das heißt außerhalb 12. Und ich glaube, da gibt es einen weiteren, deutlich besseren Bogen als den, den wir besitzen. Und da sind wir ja hier am richtigen Ort dafür. Beste Gesundheit. Ja, wünsche ich ebenfalls. Lass uns erstmal handeln. Genau, und jetzt gucken wir mal. Wir sortieren mal nach Preis. Sein teuerster Bogen ist der Eibenlangbogen. 15 Mindeststärke, das kann man nicht. Stärke 13 haben wir auch nicht. Ulmlangbogen, den können wir nehmen. Und der ist besser als den, den wir haben. Insofern nehmen wir den und dann verkaufen wir auch gleich unseren Haselnussjagdbogen. Okay, und ich sehe gerade, wir können hier auch Schwerter verkaufen. Dann hätten wir gleich mal das andere Schwert, das Händlerschwert einstecken müssen. Na gut, jetzt ist es zu spät. Mehr haben wir auch nicht. Warenkorb prüfen. Für 143 feilsche ich nicht. So. Waffen, Ulmlangbogen, ja. Okay, wir rüsten ihn aber jetzt mal nicht aus.
Ja, das mit dem Schwert, das merken wir uns jetzt mal. Das müssen wir jetzt nicht machen. Was wir aber jetzt noch machen, wir gehen jetzt mal noch für die Kräuterfrau zum Apotheker. Und sprechen mit dem. Mal gucken, ob der noch irgendwie Rat weiß. Ansonsten, was geht uns die Olle... Ich sag mal Kräuterfrau, dabei ist das eigentlich eine Fleischerin. Ansonsten, was geht uns die Olle Fleischerin an? Also ich werde jetzt hier nicht sonst welche Mühen aufwenden, um diese Sache zu erledigen. So, Herr Apotheker. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Genau. Du meinst von Toten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ach komm schon, Konyasch. Schaut mal da hinten. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Oha. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis, Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Puh. Wie würde jetzt unser Heinrich reagieren? Also wir wissen ja, am Kloster läuft sowieso irgendwas schief. Insofern, er hat, glaube ich, keinen großen Respekt vor diesen Leuten. Und er ist neugierig und das Okkulte, ja, da hat er, glaube ich, ein gewisses Interesse für. Ich würde sagen, wir machen das. Vielleicht denkt er sich, dass er dadurch auch irgendwie noch, tja, auf anderen Wegen profitieren könnte. Ja, warum nicht? Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Gut, ich beschaffe das Buch. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Genau, das schaffen wir schon. Okay, Leute, wenn ich mir so ein schönes Google kaufe, dann sollte ich vielleicht es auch anlegen, ne? So, hervorragend. Charisma 16 haben wir jetzt, sogar mit Rüstung. Sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle Feierabend, Schluss für heute. Was natürlich als nächstes dran ist, ist die Geschichte mit der Entführung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach Thallenberg zurückreiten und dort irgendwie so pennen, dass wir rechtzeitig hier zum Morgengrauen ankommen, um die Sache dort durchzuziehen. Und ich sehe gerade, ja, genau, was auf dem Weg dahin können wir auf jeden Fall hier noch am Wirtshaus Rast machen dort, um mit Fritz und Thomas zu sprechen, nee, wie hießen die noch, Fritz und Matthäus, glaube ich, zu sprechen mit unseren Kumpels, was die jetzt nun da wieder abhängen. Mann, 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 das sind auch so ein paar. Gut, das also das nächste Mal. Bis dann, macht's gut, euer Steinmeier.